Einen schönen guten Tag. Ich habe mal wieder Diamond Painting. Motiv, an dem ich einfach nicht vorbei konnte. Das ist so stylisch und so schick. Ich finde das einfach schön und deswegen wollte ich das auch noch haben, obwohl ich im Moment überhaupt gar keine Zeit dafür habe. Aber nachher, wenn dann wieder Herbst, Winter ist, die Abende lang und ich ganz alleine bin, wochentags, dann habe ich eine schöne Beschäftigung. Dann hole ich mir peu à peu eins nach dem anderen raus und werde dann anfangen. Und dieses hier auch. Das ist ein richtig schönes, großes Motiv. 30 x 40 cm ist natürlich schon ein tolles von der Größe her. Hier sind die vielen Diamonds drin. Seht ihr? Schön alle farblich sortiert. Und hier haben wir das Schiffchen, in das wir die reinstreuen können. Diese beiden Sticks, mit denen man die Diamonds aufnimmt, die taucht man vorher hier in dieses Wachsplättchen rein, damit man eine Klebefläche hat, damit man die besser aufnehmen kann. Das hier kann man hier rüberschieben über so einen Stick als Griff, damit das besser zu halten ist. Und diese beiden Stifte, schön, dass es gleich zwei sind, diese haben auch noch was Besonderes. Sie haben hier noch zusätzlich solch Teil aufgesetzt auf der entgegengesetzten Seite. Also hiermit nimmt man ein Diamond auf und hiermit kann man gleich mehrere mit einem Mal nehmen. Hier ist noch so eins, also ein Teil, das kann man auf dem anderen Stift aufstecken. Dann geht das alles viel besser. Nee, Moment, das andere ist keins dafür, das ist zum Glattstreichen. Entschuldigung, jetzt hätte ich fast was Falsches erzählt. Das ist mehr so ein Spachtel oder so zum Glattstreifen, um die so ein bisschen festzudrücken, wenn man eine Fläche geklebt hat, damit das mehr Halt hat. Ja, dieser hier aber, der hat eine Rille und da kann man dann mehrere mit einmal aufnehmen. Natürlich vorher immer in das Wachsplättchen reindrücken. So, die Diamonds. Ich zeige euch das mal hier. Hier oben ist beschrieben. Erstmal steht hier natürlich, dass es Diamond Painting ist. Dann steht hier diese Seriennummer. Die bezieht sich auf dieses Motiv. Das ist firmenintern vom Hersteller eine Nummer, damit der das zuordnen kann, um welches Motiv es geht. Und das ist die Größe. Dann haben wir hier diese Erläuterung. Ihr seht ja hier, das Diamond Painting besteht darin, hier sind überall Zahlen oder auch Buchstaben angeordnet. Und jede Farbe hat eine eigene Zahl oder einen eigenen Buchstaben. Das müssen wir hier in dieser Tabelle suchen. Hier fängt es zum Beispiel an mit der 5. Dann suchen wir hier in dieser Zelle die 5 und haben schwarz. So, die Tüte, der das zugeordnet ist, ist auch die Nummer 5. Also müssen wir jetzt die Tüte Nummer 5 suchen. Mal gucken, ob die jetzt so äußerlich schnell sichtbar ist. Im Moment doch so rum. Ach so, ist einmal so rum und einmal so rum. Man muss immer die hintere Zahl beachten. Die hintere Zahl, hier vorne ist ja diese Seriennummer, die ich euch gerade erklärt hatte, um zu wissen, zu welchem Motiv das gehört. Und da muss man das doch halt bloß mal ein bisschen mit... Ach hier, schaut mal, da ist es. Steht zwar 05, aber das ist 5 und das ist schwarz. Das sind die richtigen. Dann öffnet man dieses Tütchen und schüttet alle Perlen oder Diamonds in dieses Schiffchen rein. Und dann kann man schon anfangen. Hier ist eine Schutzfolie drauf, weil die Diamonds, die kleben ja. Deswegen ist das eine Klebefläche hier unter. Die Schutzfolie zieht ihr immer bloß ein kleines Stück runter. Nur so viel, wie ihr braucht, um ranzukommen an den Bereich. Entweder zeilenweise, wie es sich hier gerade macht, weil ja hier gerade eine ganze Reihe schwarz ist. Ist nicht immer so. Manchmal hat man auch Zeilen, wo es ständig wechselt. Da muss man versuchen, für sich den goldenen Mittelweg zu finden, ob man da sich noch ein paar, weiß ich nicht, so kleine Becherchen oder so hinstellt, wo man dann die anderen Farben reinmacht. Oder hier könnte man eventuell auch das ringsherum drehen. Hier ist ja überall schwarz. Ich gucke mal schnell. Und auch alles 5. Also könnte man auch erstmal ringsherum den Außenrand machen und dann sich nach innen durcharbeiten. Das geht natürlich auch. Macht jeder, wie es ihm am besten gelingt, wie er am besten damit zurechtkommt. Grundsätzlich aber niemals die ganze Folie auf einmal runterziehen. Ihr habt da nichts, wo ihr die Hände ablegen könnt, wenn ihr diese Diamonds anbringt. Ihr müsst irgendwo was haben, wo ihr die Hand aufstützen könnt, sonst wird das richtig schmerzhaft. Dann geht die ganze Freude verloren. Macht das und dann habt ihr richtig doll Spaß und nachher ein ganz tolles Motiv. Im Übrigen gibt es jetzt auch solche Blätter,
die man, wenn man jetzt schon die Folie gänzlich abgezogen hat, kann man Blätter drauflegen. In kleineren Größen sind die, so für, weiß ich nicht, so Postkartengröße. Und die kann man dann hier überall verteilen und immer wieder verwenden. Das sind so eine, ich glaube, so eine Wachsblätter, die dann nicht haften bleiben, die man dann wieder abziehen kann, aber um die Hand abzulegen. Ja, es passiert nun mal, dass man die Folie in Gedanken wegreißt und ach Gott, und jetzt liegt das alles offen und man kann es nicht mehr schützen, dass kein Staub und kein Fett draufkommt. Solche gibt's. Und dann gibt es auch noch, was auch wichtig ist, mal zu erwähnen, hierfür für Diamond Painting ein Lack, den man drüber ziehen kann, oder ein Kleber, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt, etwas, womit man die fixieren kann, dass man das Bild nachher richtig schön langlebig hat, dass die Diamonds nicht wieder abfallen können durch, weiß ich, Temperaturschwankungen oder Luftfeuchtigkeit. Es kann ja vieles passieren, was dazu beiträgt, dass die nicht an verschiedenen Stellen nicht so richtig festkleben oder so. Kann man ganz flächig das überziehen mit so einem Lack und trocknen lassen, und dann hat man ein richtiges Bild, das nie wieder auseinanderfällt. Super. Und dann gibt es noch, ja, mein dritter Tipp für Diamond Painting. Ja, ich bin inzwischen schon ein richtiger Fan davon. Es gibt so eine Koffer mit Röhrchen und da kann man diese ganzen Diamonds drin eintüten, nicht einfläscheln, ja, wie sagt man dazu, in diese Flaschen eben reinfüllen, schön farblich sortiert, beschriftet, am besten mit einem Kreidestift, den kann man wieder abwischen, wenn man ein neues Motiv vornimmt und wieder neu sortieren tut, dann hat man die immer schön griffbereit, da ist meistens auch noch ein bisschen Zubehör drin und vor allen Dingen ist es alles in so einem Koffer, schön geordnet, schön alles an seinem Platz und liegt nicht so wild herum. So, das waren noch meine Tipps am Rande, was es alles zusätzlich für solch schönes Hobby gibt. Ihr werdet es lieben. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, bleibt schön gesund und danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss!